Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Mirage. Meiner Meinung nach finde ich diese Schwerter immer noch sehr geil designt. Und ja. Wie findet ihr Assassin's Creed Mirage? Schreibt mal in die Kommentare. Ist er besser als Valhalla? Besser als Odyssey? Oder findet ihr Odyssey besser als Valhalla und Mirage? Oder welche Teile findet ihr am besten? Lasst mich das wissen, schreibt es in die Kommentare. Wir haben ja dieses Jahr schon ein paar Spiele aus dem letzten Jahr gespielt. Das hier ist jetzt auch ein Spiel vom letzten Jahr. Resident Evil 4 war ja auch letztes Jahr. Also jetzt das Remake, nicht das von Frühjahr 2005. So, ja. Wir sollen durch die Wüste reiten. Momento. Hier oben ist ein Ding. Da ist ein Ding. Ich würde sagen, bevor wir da hinreiten, 1000 Meter in den Tod, finde ich Bagdad eigentlich ziemlich geil. Assassin's Creed Mirage in Bagdad. Ich weiß nicht, ob das jetzt... War das Arabien, dieses Teil hier? Weil ich finde das Spiel nicht langweilig. Bin ich mal ganz ehrlich, ne? Ich finde diesen Teil wirklich nicht langweilig. Na gut, eine und die anderen Sachen sind manchmal echt kompliziert gebaut worden. Aber ganz ehrlich, der Teil hat was Besseres zu bieten als den Nachfolgern, die Vorfolger, die ich davor gespielt habe, wie Assassin's Creed. Na gut, Origins war eigentlich, glaube ich, sogar der beste Teil von. So, jetzt müssen wir erstmal uns einen Weg nach oben finden. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Hier ist ein Dings. Schatz. Komme ich denn da hoch? Sag mal. Irgendwo hier ist ein Schatz. Also. Digga. Das ist ja ekelhaft. Oh mein, wir haben es auch geschafft. Oh geil, ich bin freudig. Ich freue mich. Ich bin sowas von voller Freude. Ich komme hoch. Ja. Oh mein Gott, das ist ja... Was ist das für ein Berg, Alter? Alter. Sagt da was? Ich könnte mir schwören, dass da gerade was noch lag. Und Abflug! Oh du Scheiße, ist das die? Oh, Plünderer. Augenblick! Du rennst nicht mehr weg. Hey. Bin ich fertig? Hä? Wer? Ja. Oh.
Augenblick. Ich werde dich zertreten. Deswegen kommt da ein Explosivfass, Alter. Gut, das erklärt alles. Auch wenn das jetzt ein bisschen laut war, aber hey! Wenigstens komme ich an diese Truhe. Bisschen Geld. Mal ein bisschen Geld. Das sind noch ein paar Gegner. Ganz unten. Hallo! Wir spüren dich auf! Hörst du? Komm raus, du Memme! Geh in Frieden. Hunger, wo bin ich denn hier? Dolch der Verborgenen. Ist das so eine Waffe oder ist das wieder so eine Schriftrolle? Einer macht ja 38. 21. Meiner ist immer noch der stärkste. Warum auch immer. Digga, hier liegt mehr Geld, als ich dachte. Ey, geil, dass ich runtergesprungen bin. Ey, geil, Alter. Oh, geil, Schatzkammer. Lecker. Oi, oi, oi. Boah, das ist ja wirklich geil. Das ist ein wirklicher Wasserfall. Ja, ich kann jetzt noch nicht gehen. Da hinten ist eine Tür. Kommt man durch die Tür? Nope, kann man nicht. Ich habe eigentlich immer voll Glück, dass ich daraus immer eine lange Folge drehe, ne? Hier ist Essen, brauche ich aber nicht. Können die eigentlich so lange hier drin sein, ohne irgendwie Sonne? Ich weiß, es ist zwar ein Spiel, aber es ist schon komisch, wenn man sich das fragt. Wie kann man das überleben? Und da bist du. Da ist ein Lager. Das gucken wir uns auch nochmal an. Das ist die Wüste Bagdads. Thank you.
finde mein Pferd einfach geil. Ja! Auch wenn wir jetzt durch die Wüste geritten sind. Ab Assassin's Creed 2 gab es, glaube ich, schon, konnte man schon Pferde reiten. Teil 1 musste man das ja nicht unbedingt. Man konnte auch nicht schwimmen in Teil 1. What war das? Da war was. Da war was im Busch. Leute, da war was im Busch. Ich würde mal lieber einen Tierjäger holen. Boah, ich will nicht wissen, was da im Busch war. Ganz ehrlich, ich will es nicht wissen. Oh, guck mal, wir können auch hier durch. Yalla, yalla! Ah, den Rest mache ich zu Fuß. Jo. Kein Bock immer auf Reisen, wisst ihr, so mit Pferd die ganze Zeit durch 10.000 Meter Wüste durchzugaloppieren, wäre glaube ich sehr nervig. Ja. Basim? Du bist es wirklich? Nehal. Ich... Ah. Sag nichts, Sadiki. Es tut mir so leid wie dir. Ich habe dir so viel zu erzählen. Und ich dir. Wir werden einander eine Audienz gewähren. Doch zuerst muss ich etwas wissen. Ja. Warum bist du wie ein Bauer gekleidet? Vielleicht habe ich dir weniger zu erzählen, als ich dachte. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Zeit ohne mich für dich war. Und du? Du lebst doch hoffentlich nicht hier, oder?
Weniger leben, mehr arbeiten. Woran? Woher kenne ich das? Du hast es gesehen. Auf diesem Ding aus dem Winterpalast. Ich habe versucht, mich an alle Besonderheiten zu erinnern. Du hast dich die ganze Zeit mit diesem Zeichen beschäftigt? Warum? Weil auch ich es schon einmal sah. Ich weiß nicht mehr wo oder wann. Nur, dass ich es kenne. Was es auch sein mag, es ruft nach mir. Ich habe vor, sein Geheimnis zu lüften. Und du solltest das auch. Ja, aber natürlich ruft die Pflicht. Hör schon auf. Ich werde es im Kopf behalten. Wenn du dann mehr Zeit außerhalb dieser muffigen Mauern verbringst als dahinter. Du sorgst dich wirklich um jeden, oder, Basim? Wir sehen uns dann. Ja, genau. Der Ältesten ist noch längst nicht besiegt. Meisterin Roshan brütet sicherlich schon einen Plan aus, um sie auszumerzen. Und vielleicht sollte ich mich etwas Nihals Besessenheit beschäftigen. Wie es scheint, versucht Nihal herauszu... Wie es scheint... herauszufinden, wo sich eine geheime Kammer befindet. Ja. Ja, und dann geht's weiter mit der Jagd des Ordens. Befindet sich nördlich von mir. So. Ich bedarf deine Augen, Sadiki. Da bist du. Yalla! Yalla! Das war auch wieder so ein Lager. Blute! Hast du das gehört? Ja!
Ich töte dich! Ich schaff's doch nicht! Du sind kleine Stücke! Hab ich dich! Wo kommst du? Ende. Ist klar, er hat mich. Das haben wir alle gehört. Er hat gesagt, er hat mich. Aber allerdings habe ich ihn komplett weggenommen. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Schönes. Ich finde das halt geil, dass man im Mirage wenigstens das habe ich wie Origins gemacht hat, wisst ihr? So eine Wüste, so eine originelle Story, nicht so wie in Valhalla und Odyssey. Nördliche Oase, Ort entdeckt. Was siehst du, Enkidu? Ein Aussichtspunkt. Nördliche Oase. Gehen wir mal gleich lang. Aber das sieht schon verdächtig aus, ne? Hier. Finde ich geil. Finde ich halt geil an Assassin's Creed Mirage. Ah, das hier sieht ja schon nach einer Grabungsstelle aus. Ne? Ah, das ist hier unter. Das muss die Oase sein, die Nihal im Sinn hatte. Was ist das? Eine Nachricht? Blute! Weniger reden, ne? Große Nachricht. Oder? Wir brauchen mehr Arbeiter bei der Anscheinend wurden die Scherben bereits von Athiab ausgegraben. Nicht erwähnt, ich halte die eine Augen Kammer auf. Unter der Oase. Kammer unter der Oase. Digga, ich habe mich noch nicht mal hier umgeguckt. Lass deinen Blick schweifen. Ach ja.
verschaffen wir uns einen Überblick. Interessant. Wirklich sehr interessant eigentlich. So, tauchen. Das ist das. Ich frage mich, wo das hinführt. Was für ein Zauber ist das? Es muss doch eine Möglichkeit geben, ihn aufzulösen. Ich habe nicht genug. Ich brauche noch ein paar mehr dieser Scherben. Ich habe nicht genug. Ich brauche noch ein paar mehr dieser Scherben. Ich habe nicht genug. Ich brauche noch ein... Was für Scherben meinen die denn? Was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben ein Schwert. Eine Art Kleidung. Und ein Dolch. Jo, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gehen auf jeden Fall Scherbenjagd machen. Und deswegen verschwinden dann wahrscheinlich hier diese Symbole. Und wenn ich die alle habe, dann kann ich mal eins davon aufmachen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!